Hallo Freunde, ich hoffe, ihr habt das super Woche gehabt. Und falls nicht, das kommt auch manchmal vor. Ich glaube, jeder von uns hat schon Zeiten gehabt, wo es schwierig war oder wo wir Herausforderungen gehabt haben oder ja, wo wir Probleme gehabt haben. Und genau darum geht es heute in unserem Blog. Jeder von uns hat Schwierigkeiten gehabt im Leben, richtig? Jeder hatte mal, ob es in Freundschaften waren oder ob es im Geschäft war oder ob es in der Bank war oder was auch immer. Jeder hatte mal Sorgen gehabt, richtig? Oder Probleme gehabt. Der wichtige Punkt ist nicht der, dass wir Probleme haben. Weil jeder von uns hat sie. Und jeder von uns hat sie schon mal gehabt oder ist gerade mit da drin. Das ist nicht das Problem. Und das wird sich auch nicht ändern wahrscheinlich in der Welt. Wir werden Probleme haben, hat Jesus auch versprochen. Aber die Sache ist die, was machen wir in deine Probleme? Wo lehnen wir uns hin? Viele von uns, oder viele, probieren einfach so, wir haben alle so einen Mechanismus, wo uns da ein bisschen Hoffnung bringt in deine Zeit, richtig? Für manche ist es vielleicht ein lustiger Film angucken, für andere ist es vielleicht Angstzustände, was nicht wirklich was Gutes ist, aber wo Angst hin und oh, das Schlimmste erwartet. Für andere ist es, dass sie das einfach ganz ignoriert, was dafür mir auch der Fall wäre. Und für andere ist wieder der Fall, dass man sagt, okay gut, das ist das Problem, ich komme da nie wieder raus. Aber die Sache ist die, wenn wir Probleme in unserem Leben haben, dann müssen wir zu dem schauen, der die Probleme lösen kann und der bereits Lösungen dafür hat. Das ist gut. Aber wie machen wir das? Natürlich ist es extrem wichtig zu beten und Zeit mit ihm zu verbringen. Aber manchmal brauchen die spezielle Ermutigung. Und wie kriegt man die? Wir haben das geniale Buch, das heißt die Bibel. Und wie oft habe ich schon da drin Ermutigung gefunden? Zum Beispiel in schwierigen Zeiten. Ich denke, die Psalmen sind genial. Wenn man so durch die Psalmen durchliest, da sind so viele ermutigende Geschichten drin. Viele der Schreiber sind durch so viele schwere Zeiten gegangen und so viele Probleme gehabt und so viele Sachen gehabt, aber sie haben nicht aufgegeben. Und ich garantiere dir, viele von den Psalmen, da waren garantiert noch viel mehr drin, wo Probleme auftaucht worden sind und wo ja, die Leute vielleicht nicht so ganz vertraut haben. Garantiert. Aber natürlich, wir lesen wahrscheinlich nur das Beste auf heutzutage, was drin ist. Aber Psalm 91, der hat wirklich zu mir gesprochen. Weil in schwierigen Zeiten und Problemen ist es sehr wichtig, dass wir uns an den wenden, der die Antwort hat. Und im Psalm 91 spricht es davon, ich möchte anfangen mal lesen, ich möchte dich ermutigen, mal das komplett durchzulesen danach. Aber es fängt an, wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt und ihm, der alle Macht hat, sein Vertrauen setzt, der sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher, wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen, der Herr wird dich retten. Vor den Fallen, die man dir stellt. Sorry, ist ein bisschen schwer zum Lesen im Licht. vor den Fallen, die man dir stellt. Vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dir ganz aus. Ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht oder Überfällen bei Tag, vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt oder dem Fieber, das am Mittag wütet. Auch wenn Tausende neben dir sterben und Zehntausende rings um dich zugrunde gehen, dich selber wird es nicht treffen. Sprich ganz klar drüber, Gott ist mit uns. Ist das nicht ermutigend? Wenn man in schwierigen Zeiten schon weiß, oh, ich bin unter Gottes Dach, ich bin unter Gottes Schutz. Er ist bei mir. Ganz egal, was in der Welt passieren wird, er ist bei mir. Damit möchte ich heute ermutigen. Wenn du gerade durch schwierigen Zeiten gehst und Probleme in deinem Leben hast, wende dich an den, der die Lösung hat und lies sein Wort. Weil er möchte zu dir sprechen. Er möchte dich ermutigen. Er möchte heute zu dir Mut sprechen.
Und lass ihn das tun. Lies Psalm 91 in den nächsten Tagen. Und lass dich von Gott ermutigen. Lass dich von dem ermutigen, der wirklich Schutz geben kann. Und vergiss es nicht. Hab eine super gesegnete Woche. Bis bald. Tschüss.